Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Nummer 16. Auch heute wird es ein bisschen ein anderes Format geben, genauso wie gestern. Wenn ihr den Vlog gestern gesehen habt, der war ja sehr, sehr kurz, weil ich quasi nur visuell durch unseren Tag geführt habe mit so ein paar Beschriftungen, was wir alles gemacht haben. Aber ich konnte halt nichts sprechen, weil meine Stimme im Prinzip weg war. Jetzt heute geht es wieder einigermaßen, aber es fühlt sich immer noch nicht schön an. Und wie sich herausgestellt hat, ist es wohl auch eine Kombination aus Erkältungssymptomen und Bindehautentzündung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Luisa das aus dem Kindergarten mitgebracht hat und toi 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 zum Glück nur Erkältungssymptome bisher hat. Ich hoffe nicht, dass sie noch eine Bindehautentzündung kriegt, weil das ja nicht so super angenehm ist. Christian hat mir aus der Apotheke ein paar Augentropfen geholt, aber im Prinzip kann man halt auch nicht viel mehr machen. Ich weiß, dass im Kindergarten drüben gerade Bindehautentzündung rumgeht. Deswegen nehme ich, wie gesagt, einfach an, dass Luisa das von dort mitgebracht hat. Und sie hatte ja von Mittwoch auf Donnerstag so ein bisschen Fieber, war dann auch Donnerstag, Freitag jetzt nicht im Kindergarten, damit sie sich einfach erholen kann. Genau. Dementsprechend war sie auch gestern und vorgestern wenig draußen, weil ich nicht so fit war. Und jetzt waren zum Glück gerade Oma und Opa da. Die haben Mamba und Luisa geschnappt und sind mal eine Runde mit ihr spazieren gegangen, mit ihnen spazieren gegangen, durch den Wildpark, was natürlich super war, weil die Maus muss sich ein bisschen auspowern. Ich merke das schon immer, wenn sie so ein, zwei Tage nur drinnen war, dann ist da einfach zu viel Energie in diesem Kind, die raus muss, was ja auch total normal ist. Ich bin gerade am Essen aufwärmen. Wir müssen heute Gott sei Dank nichts groß kochen, weil wir gestern gefüllte Paprika hatten und da ist noch was da. Luisa und Christian sind dabei hochgegangen, ein bisschen mit dem Kaufmannsladen spielen. Luisa hat uns jetzt 3 Wochen immer wieder gebeten, dass wir doch den Kaufmannsladen mal runterholen am Wochenende. Und es hatte sich bisher nicht ergeben. Und jetzt war Christian vorhin am Speicher und hat den runtergeholt. Und jetzt will sie natürlich da auch spielen. Ja, was kann ich euch denn noch Schönes erzählen? Schönes in Anführungsstrichen. Es ist halt so ein bisschen blöd mit Medikamenten, weil ich ja in meinem Zustand, ich bin jetzt 8 Wochen vor errechneten Geburtstermin, total krass, nichts nehmen darf, außer ich darf Thymian-Tee trinken, ich darf mit Salbei gurgeln, ich darf Engelwurzbalsam unter die Nase machen und ich habe mir selber einen Hustensaft gemacht mit klein geschnittener Zwiebel und Honig drüber und habe mir nochmal Manuka-Honig besorgt, der relativ teuer ist, aber halt einfach nochmal sehr, sehr, sehr viel besser als normaler Honig. Während Luisa gerade mit Oma und Opa unterwegs war, haben Christian und ich so ein bisschen weitergearbeitet an unserem Weihnachtsgeschenk für unsere Eltern. Das wird jetzt langsam. Wir müssen das auch wirklich ganz, ganz dringend bestellen. Es ist auch kein Geheimnis. Das bekommen sie jedes Jahr von uns, ein Fotobuch von unserem Jahr. Und wir können es bis zum 18. bestellen, dann wird es rechtzeitig fertig. Wir sind einfach nicht zurande gekommen. Dann hatten wir das gestern schon versucht, hatten da ein technisches Problem. Jetzt heute hat es geklappt, aber wir müssen natürlich diese ganzen Fotos sichten und durchschauen und gucken, ne, dass das alles passt so. Also das dauert schon seine Zeit. Allerdings werden wir das einfach später, wenn Luisa dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anguckt, zu Ende machen und dann wirklich final bestellen, weil ich schon so ein bisschen nervös bin, dass es nicht rechtzeitig fertig wird. Aber ich vertraue jetzt einfach mal dem Internet. Da steht, wir können es bis zum 18. bestellen. Dann ist alles paletti. Und ja, ansonsten haben wir eigentlich soweit auch alle Weihnachtsgeschenke. Ich muss noch einpacken und ich habe noch kein Geschenkpapier. Das werde ich dann nächste Woche machen. Wir haben für Luisa einmal das Edurino Starter Paket. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind solche Figuren, die kann man aufs Tablet draufstellen und dann sind es so verschiedene Lern-Apps, kann man das so sagen, oder Lernprogramme vielleicht besser. Einmal schreiben lernen, was sie ja total gern macht momentan. Dann haben wir Englisch, glaube ich, dabei. Logisches Denken ist, glaube ich, auch noch dabei. Genau, ich glaube, das sind diese 3 Figuren, die da dabei sind. Und man hat eben so einen Stift und kann das dann auf dem Tablet machen. Dann hat sie sich eine Rennbahn gewünscht. Die bekommt sie auch. Sie bekommt ein Puzzle von der Eiskönigin. Und was bekommt sie noch? Das verrückte Labyrinth Junior.
denke, so Gesellschaftsspiele sind auch immer super unterm Baum, hat man gleich was zu tun an dem Abend. Und noch einmal was zum Schreiben lernen von, wie heißt das jetzt noch gleich, wo man diese Kärtchen aufteilen muss. Habe ich jetzt gerade vergessen. Wenn es mir einfällt, dann sage ich es euch noch. Christian und ich, wir haben ja gesagt, wir schenken uns nichts groß. Ich habe für ihn auch ein Spiel, weil wir doch ab und zu abends ganz gerne mal so ein Brettspiel machen. Und das ist eins, das man gut zu zweit spielen kann. Und dann habe ich Gläser bestellt, weil er total gern diese Mainzer Weinstangen mag. Und die sind uns jetzt nach und nach irgendwie alle kaputt gegangen. Jetzt dachte ich mir, ach komm, ich bestelle mal sechs irgendwie nach. Und ist doch ein ganz sinnvolles Geschenk so für unter den Baum. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie alles weiterläuft, wie sich meine Stimme erholt, ob ich die Woche noch unterrichte, die jetzt kommt, oder ob ich einfach sage, ich gehe jetzt vorzeitig so ein bisschen in die Weihnachtsferien, weil ich auch einfach merke, dass die Schwangerschaft jetzt mich ziemlich viel Energie mittlerweile kostet. Ich bin ja heute, wie gesagt, in die 33. Woche gestartet. Und habe gelesen, dass das Baby jetzt wohl auch Farben sehen kann, was ich total faszinierend finde, dass man im Bauch irgendwelche Farben wahrnehmen kann. Also es ist einfach schon ein Wunder der Natur. Ich werde jetzt auch ganz langsam anfangen, meine Kliniktasche mal zu packen. Und am Dienstag habe ich normale Vorsorge. Da werde ich auch noch mal Blut abgenommen bekommen, weil ich noch einen Test auf Auf was? Ja, mein Schwangerschaftsdemenz, ne? Also ich möchte in Betracht ziehen, dass ich eine Wassergeburt machen kann. Und dafür brauche ich eine Bestätigung, dass ich HIV-negativ bin. Die habe ich auch. Also während der Schwangerschaft muss das gemacht worden sein. Das ist auch in der normalen Routine mit drin. Und dann muss man noch was untersuchen lassen. Ich glaube, nee, Streptokokken waren es nicht. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne nochmal unten in die Kommentare rein. Auf jeden Fall kostet dieser Test auch nochmal so 30, 40 Euro. Aber wie gesagt, ich möchte es einfach oder ich möchte die Möglichkeit haben, vor Ort, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, wenn ich spontan die Eingebung habe, das wäre genau das Richtige, dass ich dann in die Badewanne eben gehe. Ja, 8 Wochen noch. Wir haben soweit eigentlich nichts groß vorbereitet bisher. Wir haben ein Bettchen besorgt, Secondhand. Und was wir noch brauchen, ist eine Autoschale. Wir haben schon mal so ein bisschen Kleidung natürlich vorsortiert, aber müssen da auch noch die erste Fuhre sozusagen durchwaschen. Und das war's im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, mehr braucht man auch nicht. Ich habe schon vor zu stillen, wenn das irgendwie funktionieren sollte. Wenn das mich jetzt sehr stresst, weil bei Luisa war es so, dass ich es durchgezogen habe, obwohl es echt anstrengend war, dann werde ich das Ganze sein lassen und wir geben Flasche. Also ich bin da jetzt nicht total fixiert darauf, dass es jetzt unbedingt die Brust sein muss. Entschuldigung, aber vielleicht funktioniert es ja auch einfach für ein paar Monate und wir werden das alles sehen. Wir sind da recht offen oder ich bin da auch recht offen und insofern, ja, gibt es eigentlich auch nichts weiter vorzubereiten und trotzdem denke ich die ganze Zeit, ich habe irgendwas vergessen. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist die Klinikanmeldung. Da muss ich noch mal im Internet gucken, was es da speziell für Formulare gibt, die ich noch ausfüllen muss. Und wir werden uns noch die Nummern einspeichern von zwei weiteren Kliniken hier in Mainz. Wir wollen ja gerne in Wiesbaden die Entbindung haben. Wenn da allerdings jetzt gerade sehr viel Verkehr ist und Feierabend und, dann werden wir uns wahrscheinlich eher dazu entschließen, hier in Mainz eine Klinik aufzusuchen. Man weiß es im Endeffekt nie. Es kann Stunden dauern, bis es soweit ist, bis das Baby kommt. Es kann aber halt auch einfach ratzfatz gehen. Und da möchte ich dann schon einfach wissen, okay, wir haben jetzt keinen ewig langen Anfahrtsweg in die Klinik. Wenn es jetzt auch zum Beispiel Nacht sein sollte, wo meine Schwiegereltern erst aufstehen müssen, damit sie kommen, um Luisa zu betreuen, dann hatte ich auch gedacht, dann werden wir wahrscheinlich Luisa mit in die Klinik nehmen und meine Schwiegereltern können sie dann von dort aus abholen. Ja, jetzt werde ich mal nach dem Essen schauen, auch meine Stimme wieder schonen, einen Tee trinken und wie gesagt, heute auch noch mal ein bisschen ein anderes Format, aber ich habe euch so auf den neuesten Stand gebracht, was unsere Vorbereitungen für die Geburt angeht, was mein Gesundheitszustand angeht und auch noch was Geschenke angeht. Insofern glaube ich, vielleicht doch ganz interessant für euch und ich verabschiede mich bis morgen, hoffentlich. Tschüss!